Oh, guck mal, wer das, guck mal, wer das. Das König Gugu, the King of Wobby Life. Hallo, König Gugu, ich bin so aufgeregt. Was machst du hier? Ich drehe heute ein neues Video für euch, damit ihr wisst, wie ihr das T-Rex-Knochenkostüm bekommt. Oh, krass. Können wir dir irgendwie helfen, König Gugu? Sehr gerne. Ich werde euch am Ende nochmal fragen, ob ich was brauche. Oh, danke, danke, danke. König Gugu, du bist einfach der Beste. Du machst doch mal alle Secrets und zeigst uns alles around Wobby Life. Du bist einfach der Beste. Danke, Gugu. Danke, König Gugu. Sehr gerne. Das mache ich sehr gerne für meine Fans. Leute, wenn ihr auch so coole Sachen wie wir finden wollt, dann kommt doch auf meinen Discord-Server und helft uns alle gegenseitig, die Artefakte zu finden. König Gugu verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, König Gugu. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Warum stecke ich in der Tür fest? Ich will das Video für euch machen. Boah, Leute, habt ihr diesen Typen gesehen? Das ist der King of Wobby Life, König Gugu. Spaß, Leute, ich bin hier, ich bin der kleine T-Rex. Guten Tag, Leute, zum neuen Video von mir. Und ich zeige euch heute, wie ihr ganz genau dieses schöne Outfit findet, das ihr hier von diesem netten T-Rex bekommt. Das heißt, ihr kriegt es in beige, weiß, ich habe es mir in grün umgefärbt. Und wie immer zeige ich euch alle Spots, wo ihr genau die einmal findet. Erfahrt jetzt in diesem Video. Also viel Spaß im Video. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo zu lassen für weitere coole Videos von mir. Und jetzt geht's los mit dem T-Rex-Knochenkostüm-Outfit. Los geht's! So Leute, ich bin da mit einem neuen Account. Wir gucken jetzt, bevor wir euch einmal zeige, wo ihr die ganzen einzelnen Artefakte findet, gehen wir uns mal durch, wo ihr die nicht findet. Wir gehen uns mal durch. Also, gucken uns einmal an. So, das ist einmal der Arm. Ich werde gleich nochmal, nachdem wir uns den T-Rex angeschaut haben, wo das Main-Anne der Norden der Dschungel ist, zeige ich gleich nochmal, keine Sorge, Leute. Sonst ein zweiter wäre der Kiefer. Den nimmt ihr auch. Der, guckt mal, der habt nämlich irgendwo im Dschungel ist das Artefakt. Das ist eigentlich ganz simpel, zeige ich dir auch gleich alles, Leute. Da kommt das Bein, war für mich so das Schwierigste. Der hat auch mir die Community so ein bisschen geholfen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das hat ihr für mich super gemacht. Das findet man am Norden. Und zu guter Letzt findet ihr nochmal das Stück vom Knochenschwanz. Und das findet ihr irgendwo in Farm Island. Das heißt, kein Norden, kein Dschungel, kein Main im Farm Island. Und das habe ich jetzt nicht funktioniert. Leute, viel, viel Spaß bei dem Video. Ich muss eins muss noch sagen, ich habe leider den Arm, den habe ich nicht mehr als Videoclip, tut mir leid, aber den Arm findet ihr in der Main City, in der Main, also in der Main Insel, zeige ich jetzt mal ganz kurz. So, schaut mal, Leute, also diesen Arm, den ich jetzt nicht als Clip mit dabei habe, tut mir nochmal leid für euch, aber ihr müsst hier den Jobber nehmen, hier. Hier habt ihr das Main Island, das heißt, wenn Main Island steht, müsst ihr den Jobber nehmen und dann findet ihr mit etwas Glück das fehlende Artefakt, was sich findet. Wenn ihr sagt, ihr müsst es im Norden annehmen, dann müsst ihr hinter dem Eisberg gehen, hier habt ihr auch so einen Job und das ist alles, was Norden betrifft, in the North, dort findet ihr die Artefakte im Norden. Und wenn ihr sagt, hey, du musst im Dschungel suchen, also irgendwo im Dschungel versteckt, dann müsst ihr hier suchen. Einmal ab im Dschungel. Ihr habt ja vorhin gesehen, den Kiefer gibt es im Dschungel, aber ihr müsst dafür keinen Job annehmen. Das gibt es nämlich so und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Viel Spaß im Video und ja, bis gleich. So Leute, wir starten mit dem ersten Artefakt. Wir legen sofort los. Wir müssen mich einmal jetzt kurz in den Dschungel fliegen und am besten direkt zur Pyramide. Und ich zeige euch das gleich. Pass auf, wir schnappen uns einmal kurz in den Flieger. Leute, wie gesagt, auf meinem Kanal findet ihr alles, was roundabout Wobby Life zu tun hat. Natürlich auch viele andere Dinge, aber Wobby Life ist aktuell unser Main-Fokus. Das heißt, um das Secret jetzt zu lösen, braucht ihr eine Bombe, irgendwas das Spray oder eine Spitzhacke, habe ich auch schon. Ihr könnt auch eine Spitzhacke holen oder eine Bombe. Ihr müsst jetzt nämlich einen Stein aufbrechen oder sprengen. Ich zeige euch jetzt, wo ihr hinfliegen müsst. So Leute, ihr seht schon, wir müssen jetzt am besten, ich habe es so gemacht, wir fahren zur Pyramide. Und dort holt ihr euch einfach eine Bombe. Oder einfach ein Fahrzeug, besser gesagt. Gucken, ob ich hier auch nicht landen kann, ohne dass wir explodieren. Yay. Genau, also braucht auf jeden Fall jetzt eine Spitzhacke oder eine Bombe. Am besten schnappt euch einfach so ein Jeep und fahrt dorthin. So Leute, machen jetzt kleine Inselrumfahrt hier, Leute. Das heißt, wie gesagt, ihr müsst jetzt zum Ausgang von der Höhle fliegen oder fahren, je nachdem, was euch besser. Nehmt eine Spitzhacke mit oder bitte eine Bombe. Und ihr müsst dann, wo dieser Ausgang ist, nach diesem ganzen Secret-Gelöse. Und den findet gleich einmal hier vorne. Passt mal auf. Ja, wo die zwei Flieger einmal stehen. Da geht es hier ein bisschen runter. Guck mal hier vorne. Mal hier vorne Seite. Wisst ihr noch, wo die zwei Flieger stehen? Am Ende. Ich mache euch mal einen Point fertig.
einmal hier. Das heißt, ihr müsst einmal hier hinfliegen. Hier ist euer Punkt, wo ihr mit der Bombe oder, sag ich mal, der Spitzhacke hin, sag ich mal, fliegen müsst. Und dann müsst ihr hier einmal rein. Genau, da kommt ihr einfach hier so lang gefahren und jetzt geht's los mit dem Video. Das heißt, eine Bombe oder eine Hacke mit, dann müsst ihr diesen Stein hier aufmachen. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze aussieht. Viel Spaß. So Leute, das sind wir wie versprochen. Das heißt, jetzt habt ihr die Bombe oder Spitzhacke mit dabei. Und jetzt, ja, müsst ihr den Stein da vorne aussprengen, der so ein bisschen angekrisselt ist. Der ist direkt rechts neben der Höhle, wie ich gerade gezeigt hatte. Und dann habt ihr den Kiefer gefunden. Genau. Werdet immer schön daran denken, Leute. Ich habe jetzt rausgefunden, ich nehme in der Community immer ein Hovercraft, ja, oder halt ein Boot, womit ihr die Sachen gut transportieren könnt. Wenn Hovercraft ziemlich sicher ist, noch nie bei mir umgefallen. Und ansonsten so ein LKW, wo ich auch euch nicht mehr empfehlen, weil der Stream ist jetzt schon ein paar Tage alt. Nehmt euch lieber so einen Holzwagen, also wo ihr die Holzbaumstämme transportieren könnt, die könnt ihr auch kaufen. Und der backt dann nicht raus und da haben wir jetzt zusammen den Kiefer gefunden. Wichtig Leute, wenn ihr ein Artefakt zu viert abgeben tut, dann bitte seid zusammen in diesem Museumsraum, weil ansonsten kann es sein, dass der zu weit hinten ist, nicht das Artefakt bekommt. Deswegen seid nah beieinander, am besten alle gemeinsam in diesem Museumsraum und dann bekommt ihr das. Genau. So Leute, das ist Artefakt Nummer 1. Jetzt kommt Artefakt Nummer 2. Das heißt, wie vorhin schon angesagt, das findet ihr auf den Farm Island. Das heißt, dann müsst ihr keinen Job annehmen. Ihr müsst jetzt zur Farm fahren, wie hier. Am besten fahren nicht so wie ich. Genau, ihr fahrt einfach an Tonkraftwerk vorbei. Links die erste Brücke, die es da gibt. Und dann fahrt ihr über die Brücke einfach rüber. Und dann müsst ihr gleich beim ersten Haus gleich einmal kurz Stopp machen, einmal kurz rüberfliegen und da findet ihr ein Kreuz, ähnlich wie im letzten Video beim Dino-Ei, da habt ihr auch so ein Kreuz hinter dem Museum, genauso ist es auch. Das ist einfach kurz dann darüber. Oh, wie aggressiv die Wobbifahrer sind, unglaublich, ja, unglaublich. Guckst du die alle an, ey. Genau, das heißt, fliegt ihr einfach rüber, ganz entspannt. Genau, nehmt auf jeden Fall Detektor mit, müsst ihr kaufen für 5 Dollar, super wichtig, das funktioniert das Ganze nicht. Dann grabt ihr einmal der kleinen Stelle, einmal kurz einmal eingeblendet, also eigentlich hinterm Haus links gleich, ist kaum zu verfehlen. Genau, einmal ausgegraben und da findet ihr nämlich den Dino-Schwanz. Schaut mal, da habt ihr den Dino-Schwanz zusammen, perfekt. Genau, das heißt, 2 Artefakte findet ihr sozusagen und die anderen 2 findet ihr, wie gesagt, noch auf anderen Wege, einen im Norden, einen in der Main City noch mit dazu. Von daher easy. Wie gesagt, immer alle schön zu viel zusammenstehen, damit ihr das Artefakt alle bekommt. Und dann habt ihr jetzt den Dino-Schwanz zusammen. Perfekt. Genau. Und ich muss sagen, beim letzten Teil, also jetzt was gleich kommt, für das Ganze, also für diesen, ich glaube, das Dino-Bein war es, da hat mir der Paritos Pro einmal geholfen, ja, und sein Kumpel ist neu mit dazu. Die haben mir das Dino-Bein sozusagen gefarmt und mich dann angeschrieben. Guck, wir haben das Dino-Bein. Vielen, vielen Dank an euch und Dank an alle für den ganzen Support. Ich kann gar nicht so viele Namen nennen. Vielen, vielen Dank, Leute. Das heißt, wie gesagt, den Arm, da habe ich leider keinen Clip mit dazu, den findet ihr aber in der Main City. Das heißt, da müsst ihr wirklich einfach unten neben den Freizeitpark, wo der Goldene Ries den Job annimmt, mit etwas Glück bekommt ihr dort. Nämlich, genau, den Arm. Und jetzt ist mein letztes Teil hier das Dino-Bein. Ja. Das heißt, gehen wir jetzt einmal ab. Und für mich letzte Teil mich tierisch gefreut. Vielen, vielen Dank an alle für diese super, super Hilfe. Und hab jetzt das T-Rex Bone Custom, also das T-Rex Knochenkostüm, einmal freigeschaltet. Yay, sehr nice. Vielen, vielen Dank nochmal, Leute. Habt echt einen guten Job gemacht, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Top, top, top. Sehr nice. So, Leute, und wenn ihr alle Knochen zusammen habt, dann seht ihr so aus. Das heißt, kriegt ihr ein T-Rex-Knochenkostüm, ihr kriegt hier so ein, ja, den Kopf dazu, das Skelett dazu und noch die Beine auch mit. Hab mir auch meinen Gukusaurus gegönnt, nochmal ziemlich lustig, der Kleine. Da kann so ein, falls sich keiner noch gesehen hat, da kann so ein kleines Ei legen. Passt mal auf, wenn man so interagiert mit dem. Guck mal, da kann er so ein kleines Ei legen. Guck mal. Ah, ich find den so lustig. Sehr gut, Leute, ihr kriegt natürlich nicht gleich den grünen wie ich, sondern ich habe den umgefärbt. Ich kann euch ja kurz mal die Originalfarbe einmal zeigen. Ich fliege mal kurz zum Paint Shop. Und da zeige ich euch kurz mal, wie der in Originalfarbe aussieht. Ansonsten, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like bitte da. Würde mich sehr freuen für weitere coole Videos von uns natürlich. Und ansonsten, ich werde euch weiter und versorgen den ganzen Secrets. Es kommt nochmal in der nächsten Folge das Archäologen-Outfit, bis ihr auch mal komplett nochmal gesehen habt. Und dann haben wir schon wieder fast alles gefunden, glaube ich. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie dieser T-Rex, also das Knochenkostüm, original aussieht. Boom. Genau, wie ihr es noch nicht weiß, ihr könnt die Kostüme umfärben in den Paint-Shop. Ich gehe jetzt mal kurz zum Mall, gibt noch ein, zwei andere hier auf der Map. Einmal kurz rangehen, dann kann ich die Originalfarbe wieder herstellen. Das heißt, ihr geht hier rauf.
Da macht ihr so und dann ist es original. Das heißt, schaut mal. So, Leute, erstmal die Musik überragend hier in diesem Wallmarkt. Das heißt, original seht ihr so aus. Wenn ihr original habt, ihr diese Farbe. Finde ich jetzt nicht ganz so krass. Also ist natürlich original so, als ob man so ein Skelett finden würde. Das ist ein coolsten, finde ich persönlich, entweder in grün, so wie ich gerade, oder mein kleiner Ninja-Pommes hat es in schwarz gefärbt. Das ist auch ganz nice. Ich zeige das kurz mal, wenn man das so in schwarz macht. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus. Ich finde, schwarz oder grün oder auch rot sieht auch richtig nice aus. Dann sieht er so aus. Also macht auf jeden Fall Spaß. Und würde mich freuen, wenn man dazu und einfach so gewisse Kombination des Outfits hätte. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier Skelettkostüm an, ziemlich nice, aber ich kann kein Jeppy und keinen Propellerhut anziehen. Wäre cool, wenn da in Zukunft was bekommen würde, dass man das einfach ein bisschen kombinieren könnte. Ansonsten, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und Dank für den ganzen Support, den einzelnen von euch hat. Wenn ihr auch Artefakte braucht und sucht, wir haben wirklich richtig stark Community aufgebaut. Im Discord haben wir über 200 Leute schon drin. Und wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, Warp Live, kommt auf meinen Discord-Server. Link habt ihr unten verlinkt in der Videobeschreibung. Kommt genau, seid herzlich willkommen. Einfach nur die Regeln bitte einmal akzeptieren. Natürlich vorher einmal durchlesen. Und dann seid ihr auch schon Mitglied. Wenn ihr Fragen habt, geht nur im Supporterbereich, fragt mich, fragt die Admins, die Moderatoren, sind alle dafür da. Ansonsten, Leute, vielen Dank für alles, wünsche euch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!